Hast du hier schon zugemacht überhaupt? Nee, hast du nicht. So Leute, willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Heute mal wieder auf dem Bike unterwegs und ich habe eine Freundin dabei, beziehungsweise eingeladen. Denn wir sind zufälligerweise letztens in Düsseldorf, habe ich dich, glaube ich, zum Hauptbahnhof gefahren. Und das war richtig witzig. Ihr werdet auch gleich herausfinden, warum es so witzig war. Und habe mir direkt gedacht, okay, ich nehme die nochmal mit auf dem Motorrad. Das ist jetzt dein zweites Mal auf dem Motorrad, oder? Ich glaube schon. Perfekt. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf der Straße. Let's go. Bist du ready? Nice. Du weißt, wie das geht, ne? Ja. Okay. Alles klar, geil. Ich freue mich. Werdet ihr gleich herausfinden, warum ich es so lustig fand, mit der lieben Nie zu fahren. Ich verlinke auch mal ihr Instagram hier direkt. Denn ich würde euch jetzt schon mal empfehlen, eure Kopfhörer ein bisschen leiser zu machen. Oh mein Gott! Ich find's so geil, wenn man Sozius dabei hat, der das so unnormal heftig feiert. Das ist dann so witzig, einfach nur, wenn die hinten drauf sitzt und rumschreit. Dann macht das direkt wieder richtig Bock und die ist halt natürlich klein und leicht, ne? Dann ist das natürlich auch nicht so nervig als Sozia. Das ist nice, Alter. Richtig geil. Ja, also ich bin froh, dass ich vorhin nochmal auf Toilette gegangen bin. Und... Nice, Alter. Das ist so witzig, Mann. Ungelogen. Ich weiß gar nicht, vielleicht fahren wir gleich auch mal die Autobahn hoch. Dann haben wir auch noch so ein bisschen Schräglage, weil ich glaube, sie saß noch nie auf dem Bike mit Schräglage drauf. Mal gucken, wie sie da reagiert dann, wenn wir ein bisschen Schräglage haben. Da bin ich auch echt gespannt, ehrlich gesagt. Und ja, das ist halt voll der Adrenalinkick. Man hört sie einfach nur schreien, Leute, das ist so witzig, ungelogen. Du machst das geil. Macht Spaß, oder? Ja, übel. So, wir wollen es natürlich nicht komplett übertreiben. Erste Kurve, sie als Sozia natürlich, ne? Da muss sie erstmal drauf klarkommen, denke ich. Warte. Wie fandst du die Kurve? Richtig krass. Das ist heftig gewesen. Übel. Richtig geil. Ich glaub, war das zum ersten Mal, wo du auf dem Motorrad saßt mit so Kurve und so? Ja. Auch erstes Mal, dass wir Autobahn gefahren sind. Echt? Ja. Ah, krass, Alter. Ich dachte, mein Kopf fliegt gleich ab. Dann was? So viel Wind war es auch doch nicht. Nein. Funny, Alter. Kleine Mini-Wheelie-Pops kann ich noch machen, das ist sicher, kein Problem. Ich glaube, die rastet dann komplett aus, Alter, wie lustig. Alter. Oh, guck mal, da wartet schon sogar ein Blitzer auf uns. Nice. Ach ja, Mann, nice. Ich liebe Motorradfahren, Leute. Schön. Einfach fucking nice. Halten Sie sich lieber fest. Juhu. Oh Mann, das macht so Spaß. So, dann kommst du klar, ja, ne? Mhm. Gut. Gewöhnst du dich eigentlich dran, an den Kick? Ja, man gewöhnt sich dran. Ah,
aber trotzdem ist es geil, oder? Ja, also für mich, mir macht es immer noch wieder Spaß auf jeden Fall. Ja. Ist nicht so wie am Anfang. Ja. Weil, hast du dieses Bauchgefühl? Aha. Ja, das hatte ich am Anfang auch. Aber das geht irgendwann weg. Oh Mann. Also das hast du im Bauch so, weißt du, ja, dass man so die ganze Zeit lächeln muss und so. Ja. Das geht irgendwann weg. Aber das ist trotzdem geil. Also ich finde es trotzdem mega geil. Aber dieses Bauchgefühl ist ja das Allergeilste eigentlich. Ja, das war auch so das Erste, was mich gecatcht hat beim Motorradfahren dann. Aha.